großartige Journalistin und eine zauberhafte Kollegin. Herzlich willkommen, Christine Westermann. Wir haben ja sozusagen, was Weihnachten angeht, so ein bisschen vorgefeiert für diese Sendung. Ja. Ja, also wie werden Sie, wenn man so sagen kann, Weihnachten gefeiert haben worden sein? Also wenn ich werde abends Schnitzel mit Kartoffelsalat gegessen haben. Am Heiligabend oder am ersten? Am Heiligabend. Ja. Ja, am Heiligen. Ach so, ich habe ja heute Mittag schon gegessen. Ja, heute Mittag habe ich dann die Reste vom Heiligabend gegessen. Ja, weil kaltes Schnitzel ist ziemlich klasse. Das ist toll. Auf dem Brötchen, ja? Nee, mit dem Kartoffelsalat vom Heiligabend, weil der ist dann richtig durchgezogen. Ja, das fehlt noch zwei, richtig, ein Tag, ja. Und dann kippt er, dann wird der so bitzelt er so ein bisschen. Ja, obwohl, wenn man auf dem Balkon steht, geht's. Und heute Morgen war ich in der am Heiligen Abend war ich in der Kirche. Ja, man kommt ganz durcheinander mit dieser Feierei, oder? Ja, am ersten Weihnachtsfeiertag ist blöd, Kirche. Aber und dieses Jahr war es ja auch jetzt gestern der Heilige Abend auf dem Sonntag. Das ist genau. Also, ich bin auch völlig durcheinander. Da muss man morgens und abends, glaube ich, in die Kirche gehen. Dann, ja, ja, ich bin mir immer ein, heute wäre Donnerstag, aber gut. Das ist feiern Sie klassisch? Nee, klassisch geht nicht mehr, weil beide Eltern sind tot. Ach so, also das wäre klassisch irgendwie, wenn, oder? Wenn die ganze Familie noch mit... Ja, jetzt habe ich zwei Schwestern, die wollen lieber allein feiern. Wirklich? Ich auch, ja. Irgendwie. Nein, ist okay, das haben wir gemacht. Meine Schwester hat kleine Neffen, also als sie ganz klein waren. Ja. Und dann hat es halt gekracht, wie es früher auch immer gekracht hat. Dann haben wir gesagt, komm, jetzt sind wir erwachsen, jetzt machen wir es einfach alleine. Ja. Und das ist gut, das geht ganz gut. Also jetzt... Mir hat es immer so imponiert, weil es hieß immer lange Jahre, Christine Westermann pendelt zwischen Köln und San Francisco. Ja, das ist aber Geschichte irgendwie. Ja. Also es war in den 90ern und ich bin gependelt. Also Holzklasse habe ich selbst bezahlt. Das ist dann wie Busfahren. Also man steigt ein und wartet, bis es vorbei ist und steigt wieder aus. War das in San Francisco sehr viel anders, wie man Weihnachten feiert? Ja, Weihnachten war, ich fand das ziemlich klasse, weil es ist, ich finde es schön, wenn es so fröhlich ist. Die haben irgendwie, finde ich, gute Weihnachtslieder. Und die stellen den Baum schon Anfang Dezember auf, also blitzt und blinkt und alles gedönst da dran und haben auch die Geschenke schon vorher unten drunter. Und am Heiligen Abend, nee Quatsch, gibt's ja da nicht, also Heiliger Abend ist ganz normal, kann man einkaufen bis um 10 oder wann. Mhm. Und am ersten Weihnachtsfeiertag im T-Shirt oder Pyjama oder was man so im Bett anhat, Coffeepot und dann hockt man sich an den Baum, packt das Zeug aus und mittags um 1 oder so gibt es immer ein super Fußballspiel, weil da die Playoffs sind. Zu der Zeit, Football. Ja. Und da hocken dann alle vor der Glotze. Und ich finde, und das geht dann 4 Stunden, braucht man sich auch nicht weiter zu unterhalten oder um die anderen zu kümmern. Das Essen ist hier eine Idee besser. Singen Sie zu Hause noch Weihnachtslieder? Ich singe unheimlich gerne. Also ich gehe in die Kirche, um zu singen. Ich kann auch immer gut ein bisschen heulen. Ich bin froh, dass Sie mich dieses Jahr reingelassen haben, weil ich... ich habe mal im Fernsehen gesagt, dass ich das so blöd finde, dass die Pfarrer das nicht hinkriegen, gerade an Heiligabend, wo der Laden voll ist, eine gescheite Predigt zu halten, die alle ansprechen, alle Leute, die in der Kirche sind. Und da haben mir viele Pfarrer geschrieben, sie fänden Zimmerfrei auch ganz schrecklich und würden trotzdem nicht alle Moderatoren hassen. Ja, ich singe gerne, ich singe. Ja? Ja, wir singen jetzt noch eins. Das Publikum hier ist auch Jack drauf zu singen. Ja, absolut. Und was sollen wir singen? Wir haben noch zur Auswahl Klingglöckchen, Klingeling oder O Tannenbaum. Wo kann ich den Text besser? Den Text haben wir hier auf der großen. Ja, kein Thema. Dann würde ich sagen, O Tannenbaum, das ist eigentlich doch der Klassiker. Alles klar. Ja? Ich singe gerne tief, ja. Ja, wie Sie wollen, auch zweite Stimme, das ist immer sehr flexibel. Ja? Tief ist okay. Jürgen, bitte. O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Die zweite Strophe haben wir auch. O Tannenbaum, o Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. Hast mir zur Weihnachtszeit ein Baum von dir. Der Text kann nicht ganz stimmen, oder? Nee.
Das kann aber nicht sein, der Text, wie oft hat mich zur Weihnachtszeit ein Baum von dir mich sehr erfreut. Nee, ich glaube, ein Gruß von dir mich sehr erfreut. Genau. Ja? Aber warum soll nicht auch jemand, der gerade Abi gemacht hat, bei uns ein bisschen die Texte schreiben? Ein besinnlicher Ausklang. Schön. Ja? Ja. Ich freue mich sehr, dass Sie mal wieder hier waren. Das war eine Weile her. Da waren wir, glaube ich, noch beim alten Arbeitgeber. Genau, waren wir was hat eins. Genau. Ja? Zimmerfrei ist kein Ende abzusehen. Nö. Glaube ich nicht. Nö, es macht Spaß. Ja, es wirkt auch so. Immer, was für andere Urlaub es ist für uns Arbeit. Wirklich? Man darf nicht so laut sein, sonst wird es als, man geht zu entspannt rein und so weiter. Wunderbar. Ja? Alles gut. Alles Gute. Vielen Dank. Danke. Und fröhliche Weihnachten. Danke, gleichfalls. Und ein gesundes und zufriedenes neues Jahr. Ja. Ja? Ich wünsche Ihnen auch.